Die neue Staffel von Promi Big Brother befindet sich derzeit in vollem Gange. Und neben den laufenden Fäden und dramatischen Wendungen ist ein bestimmtes Thema in den sozialen Netzwerken besonders präsent und beschäftigt die Fans zutiefst. Die Frage nach der möglichen Verwandtschaft zwischen dem 25-jährigen Showteilnehmer Ron Bielecki und dem bekannten Unternehmer Robert Geiss, der im zarten Alter von 59 Jahren als Kultmillionär aus Die Geissens bekannt ist. Ron, der als Erfinder des Tornado-Zünden, einer eigenartigen Methode des Bieresens, in Erscheinung tritt, betritt mit dieser Reality schon Neuland, was bei einem Großteil der Fernsehzuschauer dazu führt, dass sein Name bislang noch nicht im Fokus steht. Doch unabhängig von seiner bisherigen Bekanntheit in der Öffentlichkeit sorgt allein sein äußeres Erscheinungsbild. Eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Kultmillionär Robert Geiss aufweist, für reichlich amüsanten Gesprächsstoff im Netz. Das Internet, insbesondere die Kurznachrichtenplattform X, die einst als Twitter bekannt war, überflutet nun regelrecht von Scherzen und Spekulationen über die mögliche Verwandtschaft der beiden Protagonisten. Eine häufig gestellte Frage lautet, ist Ron der unbekannte Sohn von Robert Geiss? Ein gewitzter Nutzer schlägt in dieselbe Kerbe und bringt humorvoll die Idee eines Vaterschaftstests für Robert Geiss ins Spiel. Ein anderer User scheint bereits überzeugt zu sein und verkündet, ich feiere den Sohn von Robert Geiss. Bilder der beiden werden in zahlreichen Beiträgen nebeneinander gestellt und mit unterhaltsamen Beschreibungen versehen, wie etwa Ron in 5 Jahren, Ratespiel, Robert in Jung und Alt oder doch Ron? Oder Promip, Tag 1 versus Tag 15. Die Ähnlichkeiten zwischen Ron und Robert werden dabei auf verschiedenen Ebenen betont, angefangen bei den wallenden, blonden Haaren bis hin zur charakteristischen getönten Sonnenbrille. Selbst BS-starke Luxusautos, die einen festen Platz im Leben des Partykönigs Robert Geiss einnehmen, tragen zu dieser vermeintlichen Verbindung bei. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch ihr von Botzereien geprägter Lifestyle scheint die beiden zu verbinden. Ein weiterer Aspekt, der die Aufmerksamkeit der Netzgemeinde auf sich zieht, ist ein Skandal, den der 25-jährige Ron im vergangenen Jahr verursachte. Nach einem Konzert filmte er sich in betrunkenem Zustand bei einem Streit mit einem Sicherheitsmitarbeiter und brüllte dabei, wir müssen uns mit so gering für den nicht abgeben. Ein Spruch, der auffallende Parallelen zu einem lang kursierenden Meme von Robert Geiss aufweist, auf dem steht, aus dem Weg, Geringverdiener. Ron verteidigte sich später, indem er erklärte, er sei nur auf den bereits existierenden Zug aufgesprungen. Bei genauerer Betrachtung der Fakten könnte die Spekulation über die mögliche Vaterschaft durchaus aufgehen. Ron wurde 1998 in Berlin geboren, während Robert Geiss und seine Frau Carmen seit 1994 verheiratet sind. Die Töchter des Paares, Davina, 20, und Schneier, 19, kamen jedoch erst 2003 bzw. 2004 zur Welt, nachdem ihre Mutter zuvor erstaunliche 9 Fehlgeburten überstanden hatte. So bleibt die Frage nach der Verwandtschaft zwischen Ron Bielecki und Robert Geiss weiterhin ein faszinierendes Rätsel, bei dem bekanntlich alles möglich ist.